Platziert euren Kornspeicher, Sire. Hier haben wir jetzt... Bin zur Stelle! ...ein Abkommen mit der Schlange getroffen. Ein unserer Widersacher eigentlich. Wie sich das auswirkt, mal schauen. Wenigstens gibt es jetzt mal ordentlich Holz, da kann man das nicht mal mehr verpeilen, wenn man am Anfang falsch baut. Natürlich kann man jetzt Beliebtheits- und Unbeliebtheitsgebäude bauen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Was sie bringen, erzähle ich gleich. Erstmal die wichtigsten Sachen einplanen. Die wichtigsten Sachen ist vor allem erstmal Nahrung. Ich nehme mal 4 Getreidefarmen. Auf dieser Höhe müsste das etwa passen. Ja, 4 Stück müssen reichen. Die erste Müllers Mühle. Und wie gehabt, ihr kennt das doch schon. Eine Botschaft der Ratte. Narr! Bald werdet ihr es bereuen, euch in Angelegenheiten eingemischt zu haben, die euch nichts angehen. Kommt er jetzt schon? Ja. In Bewegung. Jetzt sieht man ein bisschen schneller. Boah, ich habe nicht mal mehr Bögen. Ich habe nicht mal Bögen auf Vorrat oder sowas. Die Barten hier, das ist auch ein sehr lustiges Gimmick. Die, wenn man die ein bisschen öfters anklickt, dann gibt er einen Song von sich. Den könnte ich dann mal abspielen. Eure Beliebtheit sinkt. Sobald, wie jetzt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnar. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnar. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich depp hab die Steuern. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als sie kommen zu lassen. Wir rücken aus. Was durch blöd ist. Ich hoffe, die lassen meine Getreidefarm in Ruhe. Die kosten jede Menge Bretter. Ich weiß, wir werden angegriffen. Zieht schnell die Bäckereien hoch. Aber das wollte ich jetzt mal getan haben. Solange sie die Arbeiter abschießen, dann dauert es mit der Produktion natürlich länger, aber solange sie die Gebäude nicht einreißen, finde ich es noch akzeptabel. Wohin ein gehen Kinderspiel. Wir? Und weiter! Eure Beliebtheit steigt! Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus! Und weiter! Als ein Mörch, womit kann ich dienen, Herr? Oh, jetzt läuft doch dahin. Natürlich. Ein spannendes Gefecht. Ihr könnt auf uns aus. Ein Kinderspiel. Sehr wohl, mein Herr. Wohin gehen wir? Aber gut, die sind zum Glück schnurstracks zu meiner Bogen. Mein Bogen ist euer. Ziel angepeilt. Machen wir es eben so. Der Buckel ist ziemlich stark, wenn auch nicht sehr übermächtig. Mit Bogenschützen wird er im Nahkampf auf jeden Fall locker fertig, da er auch fast keinen Schaden durch Pfeilbeschuss frisst. Womit kann ich dienen? Ja, jetzt, da hast du dein Massaker. Stell dir einfach vor, es ist eine Kuh, dann haut es sich viel leichter. So, jetzt kann man endlich mal auf die Produktion übergehen. Das ist, bevor ich mich jetzt um die Bierproduktion kümmere, was ein Bestandteil des Auftrags ist, kümmere ich mich doch erstmal lieber um die Waffen und Verteidigung. Man hat ja gerade gesehen, das kann ganz schön haarig werden. Zwar spannendes Gefecht gewesen, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man jetzt versagen möchte. Oh, die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Kann ich jetzt mal das Badenlied abspielen? Wo ist denn der Bade? Haben die den abgestochen? Das gibt's ja nicht. Ah, da ist er. Guten Morgen, Eure Lordschaft.
Guten Morgen, Eure Lordschaft. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Hört mir eigentlich noch irgendjemand zu? Irgendjemand? Jemand? Keiner? Gut, dann gibt's jetzt mal Schluss mit Popmusik. Hier kommt die ganze Wahrheit. Meine Existenz. Hasse ich nie meinen Job. Ich bin nur der Clown. Für meinen Herrn und Gott. Ich singe und spiele. So wie es gern hört. Brauch halt sein Geld. Auch wenn es mich stört. Ich wär gerne. Eure Beliebtheit sinkt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Ich möchte Burgherr sein. Ich möchte Burgherr sein. Yeah. Ja, das ist ein Song. Den gibt's nur in Stronghold vorerst. In Stronghold Crusader wurde der eigentlich nicht eingeführt. Aber da war so gesehen, so beliebt, dass sie den extra für Stronghold Crusader nachgereicht haben als Mod, als Modifikation für das Spiel. Bin zur Stelle. Die sind auch ganz nett. Mein Herr? Und da wir jetzt ja immer noch Plapperzeit haben, kann ich mal erzählen, die Beliebtheitsgebäude, die baue ich normalerweise lieber. Auch in Stronghold Crusader baue ich lieber die Beliebtheitsgebäude. Das hat auf jeden Fall mit der Tüchtigkeit zu tun. Wenn man Beliebtheitsgebäude baut, wie Gärten, Statuen, Maibäume, Tanzbären, dann steigt die Beliebtheit zum einen, ganze 5 Punkte auf Maximalstufe, aber die Tüchtigkeit sinkt. Auf Maximalstufe haben die nur noch 50%. Also ich habe meine Meinung geändert. Aufgrund der kürzlichen Solderhöhung für meine Armeen müsst ihr mir mehr Bier liefern. Es bleibt trotzdem noch ein fairer Handel. Findet ihr nicht? Da fällt mir diese falsche Schlange einfach ins Wort. Jetzt hab ich jetzt gedacht, das geht gar nicht weiter. Ich glaube, das geht erst weg, sobald ich die Bierlieferung abgeschickt habe. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ah ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Jetzt habe ich total verpeilt, wir was ich sagen wollte. Keine Nahrung mehr, Sire. Da geht die Tüchtigkeit halt um 50% runter. Dementsprechend sind die Leute nur noch halb so tüchtig, die machen überall Pausen, dann geht die Produktion runter. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, dass die Beliebtheit steigt und, was mir am wichtigsten ist, die Truppen kämpfen stärker. Auf voller Stufe kriegen sie 25% Kampfbonus, wenn ich mich noch erinnere. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Also dementsprechend machen sie mehr Schaden und halten mehr aus. Dementsprechend bei Unbeliebtheitsgebäuden das Gegenteil. Die Beliebtheit sinkt und die Truppen werden schlechter im Kampf. Aber dafür sind die Leute um einiges tüchtiger. Das heißt, die Produktion wird richtig angekurbelt. Wie wäre es mit einem kleinen Happen, Euer Gnaden? Also so lange spiele ich jetzt auch, oder nicht? Bin zur Stelle. Ja, Rücken aus. Wir benötigen Steine. Könnte ich hier oben eigentlich auch noch? Nee, doch. Och, ja, was haben wir denn da? Ihr könnt das. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Sind auf dem Weg. Auf jeden Fall langsam mal Steine. Das wird ein bisschen brenzlig. Ich kann auch noch nicht mal. Oh doch, ich kann Holzpalisaden ziehen, aber hat das denn wirklich Zukunft? Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Naja, aber auf jeden Fall merkt man den Unterschied von den Truppen ziemlich stark. Vor allem auch Bogenschützen machen mehr Schaden. Beziehungsweise weniger. Wenn man jetzt 2 große Armeen aufeinander zuschickt, eine mit voll gut und eine mit voll schlecht, das ist schon, und eine mit voll leer, versteht sich, naja, auf jeden Fall merkt man dann den Unterschied schon ziemlich, also ziemlich stark von der Truppenkampfstärke. Aber wie Sir Longarm gesagt hat, man soll notfalls auch
auch Brausamkeit einsetzen, wie Galgen, Hackblöcke, Streckbänke, Hänge, Käfige, Verliese und Scheiter. Die Truppen der Ratte greifen an! Ja. Eure Beliebtheit steigt. Und immer noch keine Mauer. Bin zur Stelle, mein Herr. In Bewegung. Ich hätte auch mal auf die Idee kommen können, Steine zu kaufen. Unsere Schatzkammer leert sich. Und dazu muss man ja seinen Kopf anstrengen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch. Mache ich ein wenig zu ungern. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ich hoffe mal, dass das hinhaut. Brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube, ich mache noch eine Getreidefarm mehr. Ich kann nur hoffen, dass die wieder durchlaufen. Beim nächsten Mal bin ich auf jeden Fall vorbereitet, ja? Eure Befehle? Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Nein, nein. Ja, sie laufen weiter. Ja, das schaut mir ganz gut aus. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Das schaut mir weniger gut aus. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Machen wir es mal so. Jetzt wurscht, ich baue jetzt gute Gebäude. Ja, einerseits geht die Produktion zwar runter. Aber... man muss auch bedenken, dass man einen Beliebtheitsbonus bekommt. Das heißt, man kann die Ration nicht mehr so hoch zu drosseln und hat auch weniger Ausgaben in dem Sinn. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Das ein bisschen wir benötigen was. Gold. Ja, unsere Schatzkammer leert sich. Halt auch teuer, muss man hinzufügen. Jetzt auf jeden Fall zur weiteren Getreidefarm. Das wird nämlich jetzt ziemlich brenzlig, besonders da. Wir hier unsere Getreidebauern, die da gemacht wurden. Bin zur Stelle. Ja. Ja, das aus. Sieht man bei den Truppen. Bogenschützen bereit. Drei grüne Punkte sind bisher da, das heißt 15% Bonus. Jeder Punkt bringt 1%. Hier sieht man. Wo sieht man? Da. Armee. Truppenkampfbonus 15%. Oh, hier ein kleiner Spoiler, was für Einheiten es noch gibt. Schnell wegdrücken. Die meisten, die hier zuschauen, kennen das Spiel bestimmt schon. Aber wer weiß, wer alles zuschaut.